صوت الشورى هو العورة. صوت المرأة ثورة ثورة. صوت المرأة ثورة ثورة. Auf Frauen auf dem Tahrirplatz ausgeübt. Diese haben grausame Formen eingenommen. Das sind keine sexuelle Belästigungen, das sind keine verbale Belästigungen, das sind nicht Sachen, nämlich Formen, die jede dritte Frau sowieso auf dieser Welt erlebt, sondern das sind sexuelle, das ist sexuelle Gewalt. Frauen wurden von der Masse getrennt. Sie wurden belästigt, sie wurden angegriffen, sie wurden vergewaltigt. Zum Teil sind die Täter mit Messern in ihre Geschlechtsorgane eingedrungen. Diese Frauen sind nackt zu Krankenhäusern gegangen. 25 Frauen waren betroffen. 4 Frauen von denen mussten chirurgische Eingriffe unterliegen. Wir sind als Organisation sehr empört über diese Ereignisse, besonders weil die Regierung kein Statement gegeben hat, nicht mal die Taten auch verurteilt hat. Das sind zum Teil organisierte Übergriffe, organisiert, weil sie die gleichen Formen eingenommen haben. Überall wurden immer gute sozusagen Slogans gesagt, wir helfen dir. Die Frauen haben kein böses Wort von diesen Männern erfahren, sondern diese Männer haben so agiert, als würden sie dieser Frau helfen, damit die Masse, sozusagen die Umgebung, das nicht mitbekommt. Wir sind sehr empört über die Reaktion der Regierung, besonders über den Vertreter des Menschenrechtsausschusses in der zweiten Kammer des Parlaments, der Schura, der gestern gesagt hat, die Frau, die auf einer Demonstration belästigt wird, sie ist selbst verantwortlich. Das hat er gestern gesagt, im Wohlwissen, dass heute ein globaler Ruf losgeht und dass sehr viele Menschen auf dieser Welt sich mit den ägyptischen Frauen solidarisieren. Das ist eine Polarisierung der Sache, das bringt niemanden was. Und deshalb fordern wir, verurteilen diese sexuellen Übergriffe an Frauen, eigentlich an weiblichen Demonstrantinnen. Wir rufen die ägyptische Regierung auf, sich zu überlegen, vielleicht ein Gesetz doch zu erlassen, sich das zum Thema zu machen, die Sicherheit von Frauen auf der Straße, die Sicherheit von Bürgerinnen dieses Staates. Und wir rufen auf, ein Gesetz nicht nur gegen Vergewaltigung, was schon existiert, aber nicht in Kraft gesetzt wird, sondern auch ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung. Wir möchten gerne, dass der Herr Präsident dieses Thema zur Chefsache macht, weil es eben ein Thema ist, was gerade ein Übermaß erreicht hat, was nicht vorher erkennbar war, was nicht zu sehen war. Es war also schon lange ein Tabu, aber wir sind sehr glücklich, dass die Frauen jetzt reden über diese Übergriffe. Wir sind sehr glücklich, dass die Frauen sagen, was denen passiert. Das ist schon ein Fortschritt. Wir möchten jetzt auch eine angemessene Reaktion auf diese Übergriffe. Und ich bedanke mich auch im Namen der Organisation, dass sie zu uns gekommen sind, dass sie uns unterstützen mit ihrem Kommen. Und ich kann nur diese Unterstützung auch der Organisation oder der Gruppe weitergeben, die diesen internationalen Aufruf auch gemacht hat. Vielen Dank und ja, es geht weiter. Gestern Abend haben wir gestern eine Frau verhaftet, die heißt Nirmin Mohammed. Sie ist 19 oder 20 Jahre alt, ohne Grund von der Straße einfach entführt.
Und die Blogger und die Aktivisten haben das gezeigt in dem Facebook gestern Abend einfach. So bescheuert. Ägypten will Demokratie! Ägypten will Demokratie! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Ägypten will Freiheit! Ägypten will Freiheit! Freiheit in Ägypten! Gleichheit in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Demokratie in Ägypten! Demokratie in Ägypten! Kein Gewalt in Ägypten! Kein Gewalt in Ägypten! Kein Gewalt in Ägypten! Kein Gewalt in Ägypten! Keine Gewalt in Ägypten! Ägypten will Demokratie! Ägypten will Frieden! Ägypten will Frieden! Ägypten will Frieden! Ägypten will Frieden! Ägypten will Siegen! Ägypten will Siegen! Ägypten will Siegen! Ägypten will Freiheit! Ägypten will Freiheit! Sie will Freiheit! Sie will Freiheit! Sie will Freiheit! Freiheit in Ägypten! Demokratie in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Die will leben! Sie will leben! Sie will leben! Sie will protestieren! Sie will protestieren! Frei für alle Frauen in Ägypten! Frei für alle Frauen in Ägypten! Freiheit 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 für Ägypten! Freiheit in Ägypten! Freiheit in Ägypten! Freiheit in Ägypten! Freiheit in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Menschenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Frauenrechte in Ägypten! Keine Gewalt in Ägypten! Keine Gewalt in Ägypten! Dass die Frauen in Yeah, hello, you're from Berlin. This is a global protest against the sexual terrorism practiced on Egyptian female protesters. 12.02.2013, wir sind hier auf dem Kaiserplatz in Berlin und hier ist eine globale Protestaktion, ein Teil dieser globalen Protestaktion gegen Übergriffe auf Frauen sexueller Art. Ja, wir hatten es gerade gehört. Meinungsfreiheit in Ägypten!